Hallo! Hallo! Ihnen und euch allen einen schönen guten Tag. Wir sind die Kingsingers und es ist uns eine Ehre, an diesem wunderbaren Projekt Music Never Sleeps teilzunehmen. Es ist wirklich wunderbar, dass wir heute virtual zusammenkommen dürfen, auch wenn die Dresdner Musikfestspiele jetzt nicht auf ihre normale Art und Weise stattfinden können. Der Geist der Einheit, des Optimismus und der Solidarität, der während der Coronavirus-Pandemie unter Leuten auf der ganzen Welt herrscht, hat uns alle tief bewegt. Auf der ganzen Welt in vorderster Front stehen die Gesundheitsarbeiter, die Fürsorger, die Regierungen und die Freiwilligen. Und ihr Einsatz ist uns allen eine Inspiration gewesen. Wir haben auch gesehen, wie die Musik und die schönen Künstler in unserem gemeinsamen Kampf darum, positiv zu bleiben, eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Und folglich haben so viele Künstlerinnen und Künstler jetzt neue Wege gefunden, ihre Werke online aufzuführen. Wir hoffen sehr, dass wir bald nach Dresden zurückkehren können, um Sie und euch alle wiederzusehen und dass wir persönlich wieder an den Dresdner Musikfestspielen teilnehmen können. Aber in der Zwischenzeit, hier ist ein Musikstück, das wir während der Ausgangssperre hier haben aufnehmen können. Es ist eine Motette aus der Renaissance vom englischen Komponisten Thomas Tallis. Das Stück If You Love Me vertont drei Verse aus dem Johannesevangelium, die Jesus seinen Jüngern vor seinem Tod sagte. Er verspricht, dass Gott, der Vater, den Heiligen Geist senden wird, um sie zu trösten. Wir hoffen, dass diese Musik und die Musik der anderen Künstler auf der ganzen Welt uns allen helfen können, diese einmalige Zeit zu überstehen. Father, I will pray the Father.
von uns allen in den Kingsingers. Herzliche Grüße an alle in Dresden. Wir wollen unseren Beistand leisten und wir freuen uns darauf, Sie und euch so bald wie möglich wiederzusehen. In der Zwischenzeit herzlichen Dank, dass wir am Fest Music Never Sleeps haben teilnehmen dürfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.